Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Hogwarts Legacy. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen. So, denn ihr dazu entscheiden solltet. Im letzten Part haben wir natürlich über das böse, böse Thema mal gesprochen. Nach irgendwie 30 Parts Hogwarts Legacy habe ich es einfach einmal angesprochen. Damit einfach das Thema klar ist, ne? Damit geklärt ist, warum und wieso und weshalb. Vielleicht hat sich der ein oder andere das ja gefragt. Vermute ich nicht. Vermute ich nicht. Ja, ich weiß, dass ich ungenutzte Talentpunkte habe. Kommt schon, Schmetterlingis. Zeigt mir, wo der Schatz ist. Du bist kein Schatz. Du bist ein Straßenköter. Schnell hier weg. Also Straßenköter, da bin ich ja nicht dabei, ne? Da sind wir nicht dabei. Das ist prima. Viva Straßenköter. So. Da nochmal ein Spinnennest. Ich glaube, da waren wir schon drin. Warte, ne, waren wir da schon drin? Weil da oben die Hülle, da waren wir noch nicht drin, oder? Ne, aber egal, wir gehen hier rein. Das sollte ich untersuchen. Ja, bin ja dabei. Hä? Das ist das gleiche Rätsel wie bei einem anderen Ding. Oh, lass mich raten, diesmal muss ich sie alle ausmachen. Weil die Truhe hinter der Ding ist. Nee. Ich mach sie jetzt trotzdem noch einmal alle aus. Auch wenn es nervig ist, aber ich versuch's einmal. Aber gut, das war jetzt echt. Das ist jetzt ein schlechter Vorführeffekt fürs Spiel, ne? Für die Leute, die gerade zuschauen und vielleicht sich einen Eindruck machen wollen. Dass wir jetzt zweimal hintereinander genau das gleiche Ding haben. Ist mir vorher auch noch nicht passiert. Dass man das identische Rätsel hat, den identischen Raum. Ja. Und hinter der Tür ist dann auch identisch wieder nix. Herrlich. Okay. Ist ein bisschen ungünstig jetzt gewesen, oder? Ha. Na gut. Ihr wisst, wo wir jetzt hingehen. Zur Kampfarena der dunklen Künste. Wir lernen jetzt die Zauber hier, die Bösen, die Unverzeihlichen. Und soweit ich weiß, werden die einem verziehen, weil es keinen Einfluss hat auf irgendwas. Confringo. Rebellion. Du hast den diesen geklauten Kopf. Rebellion. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Confringo! Rebellion! Confringo! Das ist aber ein interessanter Ort diesmal. Diesmal haben wir jetzt einen interessanten Ort gefunden hier. Confringo!
attackieren. Wingardium Leviosa. Das wäre gelöst. Okay. Aber hier war doch noch eine Brücke, oder nicht? Da, das ist eine Treppe. Ah. Ah, um wieder rauszukommen. Ja, das macht Sinn. Akio, Wingardium Leviosa. Akio, Wingardium Leviosa. Akio. Wingardium Leviosa. Lustigerweise funktioniert das beim zweiten Ding nie, seht ihr das? Da hatten wir letztens schon das Problem, dass das nicht funktionierte. Ah, jetzt geht's. Aber wie öffnet sich das Gitter denn jetzt? Rebellion. Ah, hier. Wunderbar, jetzt kommen wir wieder raus. Perfekt. Rebellion. Aber noch eine Feuerschale. Die sahen auch schon so mal besser aus. Nee. Vielleicht hier oben noch irgendwie. Ah, da unten waren noch welche. Ah, da oben. Ich weiß nicht, ob ich die dunklen Künste dadurch jetzt lernen kann, wenn ich das hier mache. Oder ob ich die dafür haben sollte. Ich muss ja noch die hier lernen, ne? Die unverzeihlichen Flüche. Bekämpfe Wellen von Gegnern dieser Kampfarena mit der unverzeihlichen Flüchen. Aha. Ja, aber, hey? Ich hab die ja nicht. Ich schau einfach mal, vielleicht habe ich die jetzt ja freigeschaltet in der Arena und kann die danach behalten. Ah, ich habe sie wirklich. Guck mal eine an. Unverzeihliche Flüche, die wir hier wirken, liebe Freunde. Verzeiht ihr mir bitte? Könnt ihr mir verzeihen, dass ich das mache? Ich hoffe ja. Ein Anhänger weniger, Renrock. Ein Dragon.
Das weiß jedes Kind. Du willst es. Du Vorsicht, da ist jemand in mir. Du hast schon genug. Für schlau, was? An mich schleichst du dich nicht an. Protego, Stufe. Ich muss noch dreimal Protego einsetzen. Perfekt, jetzt kann ich sie töten. So. Dein Blut klebt an Renrocks Händen. Noch nicht die letzte Welle. Okay. One Hit Kill. Kotio.
Ich farm gerade ein bisschen alte Magie an denen übrigens. Falls ihr euch gerade wundert, warum ich nicht den One-Hit-Kill mache. Ich farm einfach gerade ein bisschen alte Magie an denen. Auch hier. Zuerst lohnt es sich nicht mehr, den zu nutzen. Das war echt knapp. Letzte Welle. Stirb. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Ich habe es aber noch nicht gelernt, okay?
dachte, ich würde die jetzt damit lernen, aber noch keine Ahnung, wie ich die lernen kann dann. Vielleicht gibt es ja auch eine Nebenquest oder so, die uns da weiterhilft. So, da oben ist noch ein Merlin-Ort, da fliegen wir direkt dahin. Im Wald sind wir, glaube ich, erstmal durch, außer es könnte natürlich sein, dass man hier überall nochmal rumfliegen muss, am Boden oder so, damit man alles entdeckt, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Nein, nein, ich will ja nicht nach Hogsmeade rein. Das ist zum Beispiel auch so eine nervige Sache, finde ich, dass man nicht nach Hogsmeade fliegen kann. Dass man da nicht reinfliegen darf. Das ist so eine der nervigen Sachen in dem Spiel, finde ich. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Confringo! Rebellion. Confringo. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Hier haben wir nur vor allem Nebenquests. Die haben wir aber noch Handbuchseiten. Da haben wir noch drei Höhlen. Plus hier noch eine komplexere Höhle, glaube ich. Ich glaube, das wird dann eine coolere Höhle sein. Hoffe ich mal. Wo man ein bisschen mehr Spaß drin hat. Als in diesen normalen Höhlen. Wo man nur reinläuft und sich kurz den Loot holt und gut ist. Wer hier wohl wohnt? Rebellion. Ja, und das meine ich übrigens, Planster. Kürbislimo. Kürbislimo ist ein kohlensäurehaltiges Brodegetränk mit Kürbisgeschmack. Es ist hier noch nicht so beliebt wie Butterbier, aber das könnte sich hier ändern. Gut, das ist jetzt ein relativ einfaches Ding gewesen. Einfach nur irgendwas, was es so zu trinken gibt. Butterbier, Kürbiszeug hier und Kürbislimo und so. Aber es gibt so viele Sachen, die man hier entdecken kann. Die ich total interessant finde. Das sind also Sachen, die hast du in den Filmen fast überhaupt nicht. Das ist vielleicht mal eine Randnotiz gewesen, die einfach vergisst. So. Höchstens, also allerhöchstens. Das meiste davon hast du gar nicht da mitbekommen. Was aber auch verständlich ist, weil es ist ja ein Film. Hallo, oder es sind Filme. Die können halt nur so und so viel zeigen, logischerweise. Aber mir macht es halt wirklich mehr Spaß, in der Harry Potter Welt unterwegs zu sein, als einen Film davon zu schauen, wenn ich ehrlich bin. Rebellion. Macht mir wirklich viel mehr Spaß. Liegt aber vielleicht daran, dass Videospiele an sich einfach auch mein präferiertes Medium sind, ne? Ich spiele auch lieber Videospiele als Filme zu schauen. Aber wisst ihr, was mich an dem Spiel hier auf jeden Fall an etwas, also Ich bin ein bisschen traurig auch, wenn ich dieses Spiel hier sehe. Stell dir mal dieses Spiel hier mit dieser Qualität vor als Herr der Ringe. Statt Harry Potter Universum, Herr der Ringe Universum. Oh. Sieht interessant aus. Open World, Herr der Ringe Spiel. Das wäre noch geiler. Also für mich zumindest. Konflikt. Aua. Hallo, Homura. Ein Schloss. Jetzt können wir knacken.
Revelio. Wer hier wohl gelebt hat? So, wir holen gleich noch ein Einhorn, hallo, übrigens. Müssen wir auch noch eben kurz machen. Wir können sie zwar nicht rauslassen, aber wir können sie in unserer Tasche mit rumtragen. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Revelio. Ich verstehe nicht ganz. Das wird wieder dieser Raum sein, wo man jetzt durch die Wand kann? Nee. Hä? Hier ist jetzt wirklich gar nichts. Ach, da ist die Truhe. Na gut. Na gut, ich habe nichts gesagt. Gut, hier oben ist noch ein interessanter Ort und auch noch ein kleines Banditenlager ist hier oben. Ah, das finde ich gerade interessanter von den beiden Sachen. Aber wir müssen offensichtlich eh beides erledigen. Ich weiß es. Du wirst niemals alle Erschlinderungen besiegen. Ich glaube nicht. Akio. Bist du ein Kobold? Protego. Du bist eine Schlüssel. Komm, trink. Akio. Batsch. Batsch. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Allerdings. Eine Schande. Mal sehen, was das hier ist. Confringo! Hier wird es bestimmt auch Gegner geben, oder? Revelio. Oh. Depulso. Hat funktioniert. Bis später, Lady, oder bis irgendwann. Oh mein Gott. Lumos. Confringo. Lumos. Revelio. Was passiert, wenn man da runterfällt? Dann ist man tot oder was? Eieieiei. Depulso! Revelio! Hier sind eindeutig Gegner jetzt gleich. Ich glaube schon. Oder auch nicht. Mal sehen.
Ich glaube, da unten können schon Gegner kommen. Oh ja, hallo. Ich hab Protego gedrückt. Aber vermutlich einen Moment zu früh. Okay. Dann holen wir uns mal die Belohnung ab dafür. Oh, Flussgras ist ja nicht so schlecht. Das müssen wir sonst anbauen. Rebellion. Ja, ich glaube, das war's. Wir haben hier alles geholt. Ah ne, warte, ist noch eine Truhe irgendwo. Da oben ist noch eine Truhe. Müssen wir auch noch holen. Ach, wie kommen wir aber an die ran? Das ist die Frage, ne? Aber wie kommen wir hier wieder raus? Rebellion. Ah, Hiro. Kann man raus, ne? Ich glaub schon. Aber hier kommen wir trotzdem nicht zu der Truhe, ne? Wir müssen nochmal rein. Ich hoffe, der Troll resettet sich dadurch nicht. Nee, da wollte ich ganz sicher nicht hin.
Und ich sag bloß, das ist jetzt nicht mehr markiert. Ja, es ist noch da. Okay. Und es ist immer noch 0 von 1 Truhe. Die Truhe müssen wir finden. Das machen wir in diesem Part jetzt noch. Und es ist wirklich alles resettet, seht ihr das? Revelio. Ah, alles nicht. Der Weg ist frei. Ich sehe keinen Troll da unten. Den habe ich aber, glaube ich, vorhin auch noch nicht gesehen. Als ich hier oben stand. Und hier runter geht, kommen wir nicht mehr hoch, ne? Hm. Ah. Hier ist noch ein geheimer Gang. Ah, das war auch die Truhe. Können wir jetzt doch noch wieder über den Eingang ragen? Das wäre schön. Dann müssen wir jetzt nicht den ganzen Weg wieder latschen. Wo sind wir runtergesprungen? Hier. Da kann man wieder hoch. Wunderbar. Gut, dann können wir hier wieder rauslaufen. So, meine lieben Freunde auf YouTube, das war's dann erstmal für diesen Part. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!